Moin so Leute, herzlich willkommen zurück zu einer Runde Tryhard. Heute zocke ich mal Ashe, die habe ich jetzt in letzter Zeit häufiger ausgepackt. Macht mir aktuell sehr, sehr viel Spaß und bin auch ganz gut erfolgreich mit ihr, muss ich sagen. Außerdem, wenn man sich die Combo anschaut, ich war Last Pick, hat einfach super reingepasst. Ne? Ich finde, bei Ashe gibt es einfach ab und zu so die Situation, du guckst dir dein Team und denkst dir, boah, so ein bisschen engaged wäre eigentlich ganz geil. Zack, Ashe, Lösung ist da. Das war ein bisschen knapp. Wer trappt denn da, Mann? Wer macht denn sowas? Wir müssen eigentlich nur den Lucian runterpoken, der spielt mit Doran's Blade. Wir haben Jenna, Ashe. Generell All-Ins verlieren wir komplett katastrophal, aber diese ganz kurzen Trades, so ich drück W, Jenna drückt W, das reicht. So, Nidalee ist in unserem Botside-Jungle, das heißt, Hecarim ist Topside. Ja, ich habe mir jetzt auch angewöhnt, wirklich, Hecarim ist, ja doch, war Topside richtig. Ich habe mir angewöhnt, viel, viel mehr auf den Jungler zu achten. Oh, jetzt, ja gut, jetzt passiert da irgendeine Kacke in der Lane. Wir werden halt reingepusht, das kann man nicht wirklich vermeiden. Aber... gut. Nevermind. Ich darf nicht in E-Range gehen. Wenn die selber ein E trifft, das ist halt auf solchen Lanes mega, mega boom. Du musst halt nicht mal der bessere Spieler sein. Du musst einfach nur ein E treffen, so weißt du, das ist halt... Das ist so eine Lane, die müssen wir viel, viel besser spielen, um nicht zu inten als die Gegner. Die Gegner müssen einfach nur Zyra E spammen. Jeder Zyra E, der trifft, ist ein Summoner von uns. Ich will mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, Lucian, Zyra, die müssen die Lane ein bisschen härter gewinnen als Ashe, Jenna. Wir scalen da doch einen Tacken besser ins Spiel. So, ich versuche einfach die ganze Zeit auch mit den E's den Jungler zu tracken, das habe ich jetzt gerade voll verpeilt. Ja, die Lane ist so widerlich zu spielen, ne? Es ist wirklich, Zyra drückt E und mein Puls geht auf 700. Nee, Digga, das ist keine gute Idee. Oh, das ist überhaupt keine gute Idee. Wer meint, das ist eine großartige Idee. Ja, ist okay. Wolf. 2 für 1 Trade, ich krieg einen Kill. Großartig. Ja, auch nicht für die Turret Plating Screeden. Ich muss sagen, das ist mir in letzter Zeit auch aufgefallen, dass... Für die Platings zu greeden fast nie worth ist, wirklich. Das ist nices Gold, ja. Aber Backport-Timing, viel wichtiger. Ja, lasst euch das gesagt sein. Sonst kommt ihr zu spät Base und die Gegner kriegen einen Push und kriegen ja auch nochmal einen Play. Und ist nicht so geil. Was baut denn der Lucian? What the fuck? Der hat sich den Attack-Speed-Bogen gekauft. Ist er Mental? Gegen Jenna Lucian? Na okay, egal was du spielst, du... What the fuck? Warum sollte man das jemals tun? Das war so klar. Und ich bin tot. Es ist so belastend, diese Lane zu spielen. So. Hä? Och, Digga. Die war geslowed. Kommen wir da ran? Ja, haben wir. Na, geil. Ja, weiß nicht, ob das so gut war. Ja, der stellt's rüber. Können wir Playdings gehen? Oh, das ist ein bisschen deep. Das ist ein bisschen deep, Bruder. Aber du bist Nidalee, ne? Du weißt, was du machst. Aber ja, normalerweise ist halt Ashe zu keiner Spielphase wirklich kacke, weil sie dir einfach immer mit der Vision durch den E, mit dem Slow, mit der Ult und so weiter, gibt sie dir einfach immer eine ganze Menge Utility und das ist halt ziemlich nice. Ich habe jetzt sogar schon mein Blade fertig, also ich bin richtig, richtig gut im Game. Was man auch machen kann mit Ashe ist, ne, aus der Base einfach mal eine Ult in die Mitte feuern, sogar in so einer All-In-Lane. Gegen Vladimir ist jetzt eher schwierig, da hebe ich mir das lieber auf. Gerade auf der Lane, ich glaube, den Ashe-Arrow nur zu nutzen, wenn wir auch wirklich einen Kill kriegen. Oder eben als Sicherheit sollte ich mal wieder von einem Zyra-E getroffen werden. Ja, ich hätte mir ehrlich zu sein gedacht, dass ich ihn härter bumse. Ich habe halt 100 Range mehr als ihn. Normalerweise sollte ich ihn so autotacken können, dass er mich nicht autotacken kann. Aber irgendwie habe ich es unterschätzt, wie viel Range 500 doch sind. Also ich hätte auf Distanz bleiben müssen, dann wäre ich nicht so low gedroppt. Aber ihr seht's, ne? Kann auch einem Lucian durchaus gefährlich werden. Das hat mich ein bisschen schockiert gerade, als ich da gestorben bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Jenna, die hat auf jeden Fall auch Bock. Wir haben Herald, nice. Ja, können wir durchrennen hier.
Akali ist top, es ist ein schönes 3 gegen 5 hier. Aber wobei, die machen Drake. Ja, ich hab jetzt Arrow. Können wir noch weitermachen eigentlich. Oh, beautiful. Oh, nice Flash, Bruder. Es fühlt sich auch einfach mega geil an, mit Ashe so einen schönen Arrow zu treffen, ne? Wie gesagt, generell, der Champion fühlt sich mega nice an. Also Ashe ist sehr satisfying zu spielen. Ich kann eigentlich weiter durch, ne? Akali geht nicht Base. Warum nicht? Akali. What is your mission? Ach du Scheiße. Das war nicht schlecht gespielt. Wir rennen hier durch, wir machen Ende. Wir können sogar... What the fuck? Moment. What? What? Ja, ne? So kann man ein Game auch gewinnen. Am Ende des Tages, ja. Ich habe natürlich jetzt nicht reingecarried, aber wie gesagt, das ist mit Ashe auch nicht die Phase. Du bist mit Ashe niemand, der die ersten 15 Minuten des Spiels 8 Kills und alles Mom hineincarried. Ich finde aber, Ashe hat einfach für die aktuelle Meta ein sehr schönes Kit. Wie gesagt, guten Support bei Ganks. Du scalest gut ins Game. Du gibst mit deinem E unglaublich viel Utility. Ich glaube, fast alle Botlaner haben als Schwäche, dass sie nicht genug an den Jungler denken. Und mit Ashe kannst du es halt mit dem E einfacher machen. Ja? Einfacher machen. Ich wollte gerade einfacher machen. Und dann habe ich einfach nur einmal einfach gesagt. Ne? Deutsch Main. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Interessantes Ende auf jeden Fall. Und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß mit Ashe, falls ihr sie mal auspackt. Ich empfehle es euch. Ist ein cooler Champ. Tschüss.